Kohls Mädchen, Mutti, Madame No, Leader of the Free World. An Angela Merkel kleben viele Etiketten. Wir haben uns an sie gewöhnt. Und ob man sie nun mochte oder nicht, ihr Lebenslauf von der ostdeutschen Pfarrerstochter zur mächtigsten Frau der Welt, der beeindruckt. Ihr Wir schaffen das bleibt, auch wenn genau das zu vielen Merkel muss wegrufen geführt hat. Ja, und jetzt ist sie weg. Nach 16 Jahren übergibt sie das Kanzleramt an einen Sozialdemokraten. Ein Abschied in der Pandemie, die starke vierte Welle, das bedrücke sie, so Merkel nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Krisenkanzlerin bis zum letzten Tag. Schlussakkord für Angela Merkel. Die Kanzlerin tritt ab. Darüber sprechen wir heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Die Nationalhymne beim großen Zapfenstreich heute Abend im Bendlerblock zur Verabschiedung von Angela Merkel. Sie hatte sich auch andere Musik gewünscht. Darüber sprechen wir dann gleich noch über ihre besonderen Titel, die auch gespielt worden sind. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Georg Streiter ist bei uns. Von 2011 bis 2018 war er stellvertretender Regierungssprecher, also enger Mitarbeiter der Kanzlerin. Zuvor viele Jahre als Journalist gearbeitet, unter anderem bei der Bild-Zeitung. Und ich begrüße Gail Taft. Sie ist deutsch-amerikanische Kabarettistin. Herzlich willkommen. Danke. Und in Hilversum in den Niederlanden begrüße ich Sophie Derksen. Sie ist eine niederländische Journalistin, die eine ganze Podcast-Serie über die Generation Merkel gemacht hat. Schönen guten Abend nach Hilversum. Und herzlich willkommen Christoph Schwennecke. Er ist Publizist und er hat die Kanzlerschaft Merkels als Journalist intensiv begleitet. Für die Süddeutsche Zeitung, für den Spiegel, Cicero und jetzt für T-Online. Schönen guten Abend. Frau Taft, jetzt haben wir das vorhin gesehen, den großen Zapfenstreich mit Liedern wie Rote Rosen soll es für mich soll es Rote Rosen regnen. Ich habe den Farbfilm vergessen, über die Auswahl können wir ja gleich noch sprechen. Mit welchem Gefühl haben Sie das gesehen, dass diese Ära Merkel jetzt zu Ende geht? Erstens, es war very deutsch, muss ich sagen. Das war, wenn wir sprechen über Emotionen oder etwas, ich muss das nur vergleichen für mich mit dem Amtseintritt von Joe Biden, als Lady Gaga die amerikanische Nationalhymne geschmettert und Jennifer Lopez gesungen hat. Und ich weiß, das ist ein Militärding, das ist eine andere Tradition, aber das war sehr kalt. Ich arme Frau Merkel, ich hoffe, sie hatte irgendwie eine Wärmeflasche irgendwo unter diesem Mantel. Und sehr bedrückt irgendwie. Aber natürlich, irgendwie finde ich es auch sehr traurig. Also es geht wirklich was zu Ende? Ja, ja. Man spürt das. Das war so ein sehr, ein Celebration war es nicht. Mhm. Herr Streiter, das ist schwierig, so ein Abschied in der Pandemie. Das hat sie auch mit Ernst ausgedrückt. Sie hat ja auch ein paar Worte gesprochen. Mit welchem Gefühl haben Sie das gesehen? Ja, ich so ein bisschen mit einem Gefühl, es ist geschafft auch. Und ich glaube, auch wenn viele das als traurig empfinden und sozusagen schon Begräbnisreden halten, ich glaube, Angela Merkel selber ist total zufrieden und ist mit sich völlig im Reinen. Sie ist 2005 angetreten mit den Worten, ich will Deutschland dienen. Und jetzt ist sie, glaube ich, fest davon überzeugt, und das kann sie auch sein, sie hat Deutschland 16 Jahre lang gedient. Und insofern ist es dann auch gut. Und zwar ohne Groll, ohne Tränen. Es ist einfach, die Zeit ist jetzt vorbei. Mhm. Frau Derksen, Angela Merkel hat eine Menge Fans, auch in den Niederlanden. Hat man ihren Abschied, wurde dem viel Aufmerksamkeit jetzt geschenkt in den Niederlanden? Auf jeden Fall. Also die Musikauswahl von Frau Merkel ist auch hier nicht also unbemerkt geblieben. Ich war gestern zu Gast in einem niederländischen Talkshow-Runde, wo wir alle gerätselt haben nach die Motive, der Motiven hinter dieser Musikauswahl. Klar, für viele ist natürlich Nina Hagen auch in den Niederlanden sowas wie die Godmother of Punk und Angela Merkel eher so die Godmother of European Politics. Also das hat irgendwie auch nicht richtig zusammengepasst. Deswegen wurde auch viel darüber gesprochen und zum Beispiel gestern würde auch in dieser Talkshow-Runde dann nochmal ein Lied von Nina Hagen gesungen, von einer niederländischen Sängerin. Das war aber eine Naturträne. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu die Stimmung in den Niederlanden. Auch hier gibt es gewissermaßen Traurigkeit, dass sie jetzt geht, gewisse Nostalgie sogar.
Okay. Herr Schwennecke, Sie haben die Kanzlerin lange beobachtet und haben auch vieles sehr kritisch gesehen. Mit welchem Gefühl schauen Sie denn auf diesen Abschied jetzt? Sind Sie froh, dass es geschafft ist? Also natürlich ist das ein ergreifender Moment. Gerd Haft hat gesagt, ein bisschen nüchtern und deutsch, aber trotzdem natürlich ergreifend. Und man muss erst mal sagen, wer das 16 Jahre gemacht und geschafft hat, Herr Streiter hat zu Recht gesagt, wer diesem Land 16 Jahre auch gedient hat, das ist eine außergewöhnliche Leistung. Das ist erst mal zu respektieren. Das können nur sehr wenige Menschen physisch und psychisch aushalten über eine so, so lange Zeit. Bei der Bilanz, aber da kommen wir sicher im Einzelnen noch drauf, da wäre ich dann etwas nüchterner. Die halte ich am Ende für bestenfalls durchwachsen, eher enttäuschend. Auch der Verweis darauf, dass sie so eine formidable Krisenkanzlerin war, reicht mir da nicht hin, weil Krise ist das Grundrauschen der Politik. Krise ist auf eine Art immer und Regieren fängt jenseits der Krise an. Und da ist mir in diesem Land in den letzten Jahren viel zu wenig passiert und ein paar große gravierende Fehler würde ich auch noch benennen im Laufe der Sendung. Wollte ich gerade sagen, kommen wir dann gleich noch zu. Aber es war natürlich wirklich ein Tag, also dieser Zapfenstreich und trotzdem am Nachmittag oder am Vormittag die Ministerpräsidentenkonferenz in dieser schwierigen Corona-Situation. Also dass Sie wirklich bis zum Schluss da so arbeiten muss, Herr Streiter. Ist das aber auch irgendwie typisch, dass Sie dieses Dienen, dass es und was bedeutet das jetzt in dieser Pandemie abschließend? Ich glaube, das ist völlig typisch. Und sie hat ja eine kurze Ansprache gehalten und die begann ja eigentlich wie eine Pressekonferenz nach irgendeiner beliebigen Ministerpräsidentenrunde, wo sie auch nochmal sagte, heute Morgen haben wir gesprochen und so weiter. Und also in meiner Fantasie ist durchaus drin, dass sie noch, wenn am Mittwoch Olaf Scholz gewählt ist und vereidigt ist, dass sie dann noch schnell, und er kommt dann in sein neues Büro, sie gerade noch den Hörer auflegt, weil sie noch mit Putin telefoniert hat, um noch irgendwas wegen der Ukraine zu besprechen und dann auch gemeinsam rausgeht. Also ich glaube, sie wird wirklich bis zum letzten Moment arbeiten. Ich glaube, sie kann auch gar nichts anderes als arbeiten. Und was würden Sie sagen, Frau Tafts, in dieser Corona-Pandemie, wer war sie da für Sie? Wie hat sie diese Krise gemeistert? Das war sehr interessant. Wir haben gerade die Rede gehört am Anfang. Und ich wünsche, dass sie ein bisschen mehr präsent sein hätten. Heute Abend, sie hat ein bisschen gegen Verschwörungstheorie gesprochen. Und ich, seit Monaten denke ich ein bisschen, warum ist sie nicht, ich weiß, sie macht ja Podcast und so weiter, ne, Radio-Gespräch jede Woche, aber warum nicht nach die Tagesschau? Einmal in die Woche oder irgendwann in die letzte Woche, wo wir alle denken, ach, wirklich noch einmal, müssen wir jetzt noch eine Welle? Und die Stimmung ist so tief und die Leute sind so müde. Dass diese Worte, die ich heute Abend gehört, ich könnte das auch vor einer Woche sehr gut gebraucht haben. Sie hat ja damals im März 2020 gesagt, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Frau Derksen-Schattmann aus den Niederlanden, die ja nun auch genauso die gleichen Probleme haben mit der Pandemie, hat man da nach Deutschland geschaut und war Angela Merkel auch in der Pandemie eine Art Vorbild? Ich glaube, Niederländer waren am Anfang auch sehr froh über die Zusammenarbeit, weil es damals auch die Möglichkeit gab, nochmal niederländische Patienten in Deutschland unterbringen zu können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich glaube schon im Sinne von Frau Merkel und die Figur, die da ist für sie, ist es schon unterschiedlich. Also bemerkenswert aus niederländischer Perspektive ist bestimmt gewesen, dass sie zum Beispiel die Künstler auch am Anfang der Pandemie zugesprochen hat und auch da nochmal Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, dass es für Künstler schwierige Zeiten sind. Sowas haben wir von unseren Ministerpräsidenten zum Beispiel nicht gehört. Und Herr Schwennecke, was würden Sie ihr sagen bei der Corona-Pandemie, wie sie es gemacht hat? Ja, wir fangen sozusagen bei der Bilanz beim Akutesten an. Das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, dass ihr da wenig Vorwürfe zu machen sind. Ja, das ist keine schlechte Idee, finde ich, von Gerd Haft gewesen, da auch mal, so wie es der französische Präsident ja übrigens auch gemacht hat, in einer Sendung nach der Tagesschau zum Beispiel und nach heute sich da hinzusetzen und an die Nation zu sprechen. Aber auch wenn es so ist, wie Georg Streiter beschreibt, dass Frau Merkel sehr geschäftsmäßig und letztlich bis zur letzten Sekunde sehr geschäftsmäßig vorgeht, du hast in so einem Interregnum, in dem wir jetzt waren, hast du einfach eine Machterosion bei der alten Regierung und noch keine Macht bei der neuen. Und dieses Interregnum hat das
Virus brutal und gnadenlos ausgenutzt. Und da ist aber niemandem groß einen Vorwurf zu machen. Die Wahl war eben da und das Interregnum auch. Das ist ja auch nicht so, dass die neuen Koalitionäre jetzt fürchterlich lange sich gesucht und gefunden hätten. Ich glaube, da ist uns einfach, sind uns die Zeitläufte in dem Fall auf die Füße gefallen. Aber Merkel war ja immer diejenige, die am stärksten gewarnt hat und die sozusagen aus ihrer wissenschaftlichen Sicht hatte man das Gefühl, es viel schneller verstanden hat, wie man reagieren muss. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber natürlich ist Deutschland bekanntlich ein sehr föderal strukturierter Staat. Und ich fand eigentlich dafür, dass sie mit der Ankündigung, nicht mehr zu kandidieren und mit der Abgabe des CDU-Parteivorsitzes, das sind schon mal zwei Dinge, nach denen automatisch die Macht ein wenig schwindet, dass sie da immer noch ganz gut Macht simuliert hat mit all den Runden, Ministerpräsidentenrunden, die abgehalten wurden, eingedenk der Tatsache, dass vieles eben in der Länderhoheit liegt und dass ja einige Ministerpräsidenten diese Pandemie durchaus auch dafür genutzt haben, sich selbst sehr stark in Szene zu setzen. War sie da frustriert? Manchmal hatte man den Eindruck, auch heute sogar, dass sie, weil sie immer eigentlich stärkere, strengere Maßnahmen wollte. Das würde sie nie zugeben. Aber ich meine, ich bin ja als Journalist in diese Rolle hineingeraten. Und das war meine erste Begegnung sozusagen mit dem öffentlichen Dienst, mit dem Beamtentum und so weiter. Und mir ist da sehr klar geworden, dass unser Föderalismus, so wie wir ihn heute haben, das funktioniert nicht. Ja, also ich meine, man wird ja bei aller, wenn dann die Bilanzen gezogen werden über die Amtszeit Merkel, würde man immer sagen, Digitalisierung klappt nicht, Flucht und Migration hat nicht geklappt und so weiter, Energiewende, das hat wahnsinnig große Ursachen im Föderalismus. Also ja, da ist also eben die Macht der Kanzlerin dann doch auch begrenzt. Ist extrem begrenzt. Als ich da angefangen habe, da wurde beschlossen, dass irgendwie 18.000 Kilometer Starkstromleitungen durch Deutschland gelegt werden. Es sind bis heute 1.800 Kilometer vor, weil jedes Land, jeder Bürgermeister, jeder Landrat hat da noch was zu sagen. Und dann beschließen die Niedersachsen noch, dass die Leitung unterirdisch gelegt wird. Also das verzettelt sich, das verstrickt sich und das kann auf Dauer so nicht gut gehen. Dann kann man sich vorstellen, dass sie vielleicht dann eben dann doch auch ganz erleichtert ist, dass es auch zu Ende ist. Sie hat uns was mit auf den Weg gegeben am Schluss, nämlich wie sich dieses Land oder mit welcher Haltung wir auch das Land irgendwie doch führen sollten. Hören wir mal rein. Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern, wie ich vor 3 Jahren in einem anderen Rahmen gesagt habe, mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. So jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten, in meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche. Ich danke Ihnen von Herzen. Fröhlichkeit im Herzen, das sind schöne Worte, Frau Tafts. Und man hat das ja bei Ihrer Liederauswahl, da haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, es gab dieses Lied, diesen DDR-Schlager von Nina Hagen von 1974, Du hast den Farbfilm vergessen. Da hat sie viele mit überrascht, weil das war so eine fröhliche Seite, die man eigentlich bei ihr oft nicht so gesehen hat. Genau. Wie empfinden Sie das mit der Fröhlichkeit im Herzen? Ich finde es toll, dass sie das gesagt hat. Sie hat auch gesagt, wir sollten die Welt mit den Augen der anderen sehen. Ich finde, dass diese Botschaften alle wahnsinnig positiv. Ich fand auch, natürlich auch international, ist das ganz, ganz klar. Wir haben gerade gesagt, dass die Nina Hagen als Lead-Auswahl genommen hat. Ich habe Freunde in Amerika, die waren wirklich so, das ist ein Punk-Rock-Song. Nicht so eine Punk-Rock-Version heute Abend. Gut gespielt von den Jungs, aber ein bisschen anders. Aber auch Hildegard Knef. Also fand die, die Punk-Zeit, Entschuldigung, aber die Punk-Zeit, die Punkzeit von Nina Hagen war wesentlich später. Das ich war noch weiß, kein Punk, das wissen war noch das aber nicht. Wir wissen Volkslied, das. Ja, genau. Bestenfalls ein Popsong. Ja. 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 Ich weiß, dass, aber das ist Schlager, als DDR-Schlager. Ja. Aber ich finde diese, die Hildegard Knef, die Roten Rosen, das für mich das war für mich sehr bewegend. Ich fand das, weil das hat viel zu tun mit Berlin natürlich, aber auch dieses Selbstbewusstsein. Für mich sollte Rote Rosen regen. Ja, ich habe wirklich gesagt, na Frau Merkel, na gut, dass sie das sagt über sich selbst. Weil
Es ist eine Seite von ihr, das wir nicht kennen. Genau. Wir kennen sie nicht so. Ich lese im Moment dieses Buch von Cathy Martin, der Witwe von Holbrooke. It's called The Chancellorin. It's die erste amerikanische Biografie über Frau Merkel. Und sie spricht über und über die ganze Buch durch, wie witzig Frau Merkel ist. Und das ist eine Seite von ihr. Sie trennt das sehr, aber in privat ist sie sehr witzig, ist sie sehr, diese Bodenständigkeit des Verliebens. Fragen wir doch mal Herrn Streiter, wie witzig ist Frau Merkel? Die ist total witzig, aber es weiß keiner. Also jeder, ja. Der jetzt nicht mal in den engeren Kreis geraten ist, der kriegt das nicht mit. Genauso wie natürlich auch die Fröhlichkeit des Herzens ihr nicht jeder ansehen kann. Ja, also aber bei den Menschen kommt genau an, Pflichtbewusstsein. Da liegt ein Hase im Pfeffer. Bitte? Herr Schwenecke? Ich sage, da liegt auch ein Hase im Pfeffer, weil das stimmt natürlich, Georg Streiter hat das wesentlich intensiver noch miterlebt, als ich es als Korrespondent konnte, aber sie hat einen sehr ausgeprägten Mutterwitz und ist im direkten Kontakt tatsächlich sehr, sehr einnehmend durch diese Schlagfertigkeit und diesen spontanen Witz und diesen ganz trockenen Witz, den sie hat. Das hat in meinen Augen, und dann würde ich jetzt, an Rosen sind ja bekanntlich auch Dornen, würde ich jetzt bei den roten Rosen ein bisschen auf die Dornen auch hinweisen oder mal die Dornen sein in dem Fall. Das hat dazu geführt, dass sie in meinen Augen jedenfalls über viele Jahre sehr, sehr milde gesehen wurde, weil sie einfach sehr einnehmend im Wesen ist und auch nicht nur Regierungssprecher anderer Parteien. Keiner war so ein glühender Regierungssprecher von Angela Merkel wie der, den eigentlich die SPD entsandt hatte, Thomas Steg. Und Herr Streiter würde, glaube ich, auch nicht bestreiten, dass sie ihn imponiert hat. Und das hat sie vielen Korrespondenten auch. Und diese persönliche Neigung hat für meine Begriffe insgesamt die Amtszeit und die Politik von Frau Merkel in etwas sehr mildes Licht getaucht. Wenn ich zwei Vorgängerkanzler nehme, wir lassen jetzt mal die Wiedervereinigung weg, die spielt sozusagen in einer anderen Liga und die ist außen vor. Aber da sind schon andere Erbschaften hinterlassen worden von Helmut Kohl und auch von Gerhard Schröder. Ja, bleiben wir mal eben bei dem milden und Licht. Und da würde ich sagen, Ich würde gerne mal das milde Licht noch mal sozusagen verstärken, weil dieses Licht wurde ja auch deshalb milde, weil sie so viel Anerkennung im Ausland immer bekommen hat. Und da würde ich gerne mal Frau Derksen mit dazu nehmen. Wir kommen noch zu den Dornen, keine Angst, die vergessen wir nicht. Aber Frau Derksen, Angela Merkel hat ja tatsächlich im Ausland sehr viel Anerkennung bekommen. Was ist das, warum war sie da so, oder was hat die Niederländer zum Beispiel so fasziniert oder auch andere Europäer? Sie haben ja mit vielen Menschen gesprochen, gerade auch mit der jungen Generation. Waren die alle so positiv über Frau Merkel? Ich glaube, für die Niederländer, also mein Heimatland, das ich natürlich am besten einschätzen kann, da sieht man sehr deutlich, dass es unter jüngere Niederländer vorübergehend eine sehr positive Bewertung von Merkel gab. Zum Beispiel würde hier ein Elektro-Oper gemacht von jungen Schauspielern über Frau Merkel, wo sie ihr auch gefeiert haben als die letzte politische Figur ohne Ego sozusagen. Die haben sich Sorgen gemacht über das politische Vakuum, was sie da hinterlassen würde. Das sieht man sehr stark natürlich, dass man sie gerade als Krisenkanzlerin, wie schon erwähnt, wahrgenommen wird, dass sie mit einer gewissen Ruhe verbunden wird, Stabilität, Bodenständigkeit, also alle so eher soziokulturelle Sachen. Klar, für die Niederländer geht auch noch eine protestantische Frau, liberal geprägtes Land. Wir hatten niemals eine frauliche, also eine starke Frau in der Politik an der Leitung des Landes. Also das heißt, ja, ist alles vorübergehend wichtig gewesen für viele Niederländer. Mhm. Ich fand es aber wichtig, um auch die Diskrepanz zwischen die internationale Perspektive auf Frau Merkel und auch dann die eher innerdeutsche Perspektive weiterzugeben. Deswegen habe ich in meinem Podcast-Reihe auch sehr viele junge Deutsche danach gefragt, wie sie eigentlich gerade diese politische Erbschaft von Frau Merkel bewerten. Mhm. Und gab es dann viele negative Stimmen auch? Ich glaube schon. Also gerade ist natürlich die Frage, politisch hat sie die Status quo verkörpert. Und wie gesagt, ich habe mit einer deutschen Journalistin gesprochen, die meinte, es gab so eine gewisse heimliche Liebe vielleicht für Merkel, auch wenn man politisch nicht ganz mit ihr einverstanden war, dann haben wir uns doch irgendwie verbunden gefühlt. Aber man sehnt auch richtig nach Aufbruch, natürlich. Das Thema der sind jetzt alle bekannt, kommt, ne? Ja, genau. Aber die Frage ist, sie hat ja auch sehr viel Hass hervorgerufen, Herr Streiter. Es gab ja unglaubliche
ja, Hassbotschaften und diese Merkel muss wegrufe, die gerade in diesem Flüchtlingssommer 2015 so massiv wurden. Wie ist sie damit umgekommen und umgegangen und wie erklären Sie sich dass diese kühle Frau so viel Emotionen hervorheben konnte? Ja, also das hat sie, glaube ich, schwer getroffen. Sie hat das nie zugegeben, aber ich selber hatte das Erlebnis 2016, da war der Tag der Deutschen Einheit, glaube ich, in Frankfurt. Und da hat sie mich in ihrem Auto mitgenommen und da sind wir da ausgestiegen, vor der Oper war das, glaube ich. Und da war dann halt so eine Truppe von 100 Leuten, die da wirklich lautstark brüllten, Merkel muss weg und ganz schlimme Schimpfwörter und sonst was. Damit hatte sie nicht gerechnet und sag mal so, sie war es gewohnt, dass Leute gegen sie sind oder sowas. Da hat sie überhaupt kein Problem mit. Ja? Aber dass wirklich blanker Hass und nackte Gewalt ihr entgegenschlagen, das hat sie, glaube ich, richtig tief getroffen und verunsichert. Und daraus ist aber natürlich auch eine Gegenwut erwachsen. Also sie ist dann auch sehr robust dagegen vorgegangen. Und sie hat ja dann auch bei Veranstaltungen, wenn sie solchen Leuten dann begegnet ist, in Wien war das mal, die hat sie dann ja auch mal wirklich in den Senkel gestellt und gesagt, also da war doch mal diese eine Frage, wo irgendwie in Wien oder Zürich, wo irgendeine Zuschauerin fragte, wie sie die Islamisierung Europas sieht. Und da hat sie gesagt, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal in der Kirche? Ja? Also da hat sie dann noch mal Kraft drauf geschöpft und dagegen. Wie man das erklären kann, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Herr Schwenicke, Sie haben mal geschrieben, dass Angela Merkel die Mutter Sie haben mal gesagt, Angela Merkel sei die Mutter der AfD. Durch ihr Verhalten habe sie die AfD möglich gemacht. Würden Sie das? Und warum sehen Sie das so? Also erst muss ich dazu sagen, das ist eines der seltenen Male, an dem ich Jakob Augstein zitiert habe. Von dem stammt dieser Satz und es gibt wenige Zitate von Jakob Augstein, die ich unterschreiben würde, aber dieses Jahr, ja natürlich, die AfD war im Sommer 2015 bei 2%, ich wiederhole 2%, vielleicht 2,5%. Und dann kam diese Aktion, das Solo, würde ich sagen, es war am Anfang nicht ganz ein Solo, es waren noch zwei Länder mit dabei, aber nur sehr kurz, dann kam dieses Solo, das Angela Merkel da hingelegt hat und das hat die AfD auf die Prozente gebracht, bei der sie jetzt sind. Die haben natürlich nachher sich andere, auch populistische Themen gesucht, um weiter oben zu bleiben. Aber das war der entscheidende Moment, die AfD groß gemacht zu haben. Und das Problem sehe ich gar nicht so sehr in dieser Hilfsaktion für den ersten Flüchtlingstreck, der sich aufgemacht hatte, sondern in der anschließenden Politik, die schon was mit Kontrollverlust und damit auch Vertrauensverlust zu tun hatte, zumal gerade Frau Merkel und die CDU jahrelang vorher gesagt haben und behauptet haben, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Und wenn ich dann auf diese Art und Weise Einwanderung herbeiführe und zulasse, dann haben Teile der Bevölkerung damit ein sehr großes Problem. Und übrigens bis heute, wenn Sie sich auf den etwas, sagen wir mal, sumpfigeren Seiten, auf den sumpfigeren Portalen in den Kommentarspalten rumtreiben und es einfach mal anschauen, dann wird auch jetzt bei dieser Corona-Skepsis gegenüber der Corona-Politik der Bundesregierung immer wieder auf 2015 rekurriert. Mhm. Da ist in meinen Augen tatsächlich was zu Bruch gegangen. Und deswegen werde ich da auch nicht müde zu sagen, das war nicht gut gemanagt. Mhm. Übrigens auch nicht für Europa und auch nicht für die CDU. Mhm. Die CDU ist auch zum Teil deswegen da, weil Angela Merkel zum Teil Fehler gemacht hat. Bei der SPD war es ja so, da würde ich sagen, hat Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 dem Land wirklich einen großen Dienst erwiesen. Das hat Frau Merkel fairerweise bei der Amtsübergabe ihm ja auch wörtlich konzidiert. Sie haben sich um dieses Land verdient gemacht, war das Zitat. Und hier würde ich sagen, ist das nicht der Fall. Gerhard Schröder ist damals für diesen Verdienst am Land von seiner Partei auch geächtet worden, mehr oder weniger. Die CDU ist jetzt an der Politik von Frau Merkel zum Teil auch ein wenig mindestens mal zerbröselt. Die muss ich jetzt erst wieder finden. Die muss ich erst nochmal wieder finden. Gerhard Schröder hat eine große Reform hinterlassen. Frau Merkel hat keine große Reform hinterlassen. Aber Frau Merkel hat sich damit im Ausland auch doch auch vieles, ein hohes Ansehen erworben, ja. Frau Tafts. Wie würden Sie es sagen? Herr Schwenicke, jetzt ist Frau, ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil es ein bisschen zeitverzögert ist. Die Frage ging an Frau Tafts. Ihr Agieren in diesem Flüchtlingssommer,
Wie haben Sie das empfunden? Damals, natürlich war das wirklich gesehen, angesicht Deutschlands Vergangenheit. Dass das ist ein bisschen Wiedergutmachen, dass man sagt, nach dem Holocaust, dass es gibt eine Verantwortung, eine christliche Verantwortung, sozusagen, Refugees anzunehmen. Jetzt, wir können natürlich Jahre später zurückgucken, was ist das richtig, ist das. Was ich finde, ein großer Pluspunkt für Frau Merkel, obwohl ihr Politik vielleicht vor allem hat etwas zu tun mit der AfD und der Reaktion von Leuten, denn rein in die AfD zu gehen. Mindestens, sie war nicht wie Trump. Hey, ich bin in die AfD und ich finde das toll. Sie war auch für die ganze Welt, nicht nur hier in Deutschland. Sie hat nicht die Flammen weitergefeuert. Sie wie Trump mit, was am 6. Januar bei der Kapitol gemacht hat. Und dieser Unterschied, auch in diese Zeiten, diese unglaublich instabile Zeiten mit Leuten wie Trump und Boris Johnson. Sie war für uns in Amerika, sie war the grown-up in the room. Sie war die Erwachsene, die Bodenständige, die Ruhige, die man irgendwie vertrauen könnte. Und die sich irgendwie mit diesen Machos arrangieren musste. Absolut. Ohne große Trara. Sie war nicht hysterisch, sie war nicht dramatisch. Und sie war nicht so kalt wie eine Frau wie Margaret Thatcher. Mhm. Wenn wir denken, so eine mächtige Frau haben wir zu vergleichen, Thatcher. Und da war sie nicht. Ja. Und ich finde diese, und das für mich ist das Beste von Deutschland, wenn ich sage, dass die Zeremonie heute sehr deutsch war. Frau Merkel ist auch sehr deutsch und in einem Weg, dass ich liebe Deutschland dafür. Mhm. Diese Bodenständigkeit, diese Schritt für Schritt, diese, wir schaffen das, auch wenn wir das nicht schaffen. In diesem Moment, als sie das gesagt hat, habe ich geheult und das hat mich wirklich beruhigt. Und irgendwie doch, Deutschland schafft das. Hier sind wir heute Abend. Okay. Frau Derksen, wie ist das für Sie als, ich sage es so, als junge Europäerin, wenn Sie diesen Flüchtlingssommer sehen, dieses Frau Merkel und ihrem Wir schaffen das, ist das sozusagen, ist das ein moralischer Kompass, der über Deutschland hinaus zeigt? Oder ist das letztendlich keine gute europäische, ein Scheitern auch der europäischen Flüchtlingspolitik? Die haben wir ja auch gesehen. Ich glaube aber, dort genau zu diesem Thema Migration liegt eine große Diskrepanz zwischen der internationalen Perspektive auf Merkel und ja, innerdeutsch gesehen, würde ich sagen. Also klar, auch für viele Niederländer spielt mit, dass Frau Merkel immer wieder verbunden wird mit diesem Wir schaffen das, diesem moralischen Kompass, was sie damals gezeigt hat. Ich glaube, dass es aber weniger bekannt ist, was natürlich nachher passiert ist und dass sie auch nachher, zum Beispiel nach der Kölner Silvesternacht, eine sehr viel restriktivere Asylpolitik geführt hat. Solche Signale kommen dann eher weniger durch. Deswegen glaube ich schon, dass es immer noch deswegen sehr stark mit ihr verbunden wird, diese moralische Geste damals. Und trotzdem gibt es natürlich auch sehr viele, auch weiter in Europa, die auch das Scheitern der europäischen Migrationspolitik ja doch auch mit Frau Merkel verbinden. Es ist ihr leider nicht gelungen, da wirklich eine nachhaltige Lösung zu finden. Also die große Europäerin, Herr Schwennecke, ist sie dann letztendlich nicht, oder? Obwohl sie von vielen europäischen Ländern so gesehen wird, aber... Ja, ich meine, das, was die Kollegin gerade gesagt hat, ist ja richtig, dass das sehr stark bejubelt wurde von den Nachbarländern. Aber die Verteilung, von der Frau Merkel ja in mehreren Sendungen bei Anne Will, da hatte sie ja mehrere Soloauftritte, zwei mindestens mal kurz hintereinander, wo sie gesagt hat, so, jetzt sind die eben da und jetzt verteilen wir die innerhalb von Europa. Da hat ja nichts stattgefunden. Also ich muss immer etwas schmunzeln, wenn Herr Asselborn aus Luxemburg, der Außenminister, der so ein ganz charmantes Deutsch spricht, im Deutschlandfunk morgens immer von der europäischen Migrationspolitik spricht. Luxemburg hat überhaupt niemanden davon aufgenommen. Also da klaffen natürlich dann Reden und Handeln auch weit auseinander. Und zumal aber natürlich auch die Ansichten darüber innerhalb der Europäischen Union sehr, sehr unterschiedlich waren. Ich verweise jetzt mal auch auf die Osteuropäer. Hat das, in meinen Augen jedenfalls, was Frau Merkel gemacht hat, Europa schlicht und ergreifend nicht gut getan. Das war unbedacht. Und ich muss ganz oft denken, wir hatten sie einmal zu einem Salongespräch bei Cicero im Berliner Ensemble und dann habe ich sie gefragt, warum denken Sie eigentlich so lange nach, warum bringen Sie manche zur Weißglut, bis Sie endlich entscheiden? Und dann sagte sie, ich muss erst zu Ende gedacht haben, bis ich entscheide. Das war ein toller Satz, der ganze Saal hat gelacht, das war eine wunderbare Pointe. Die Frage ist nur, was ist
Und die Frage ist mir leider erst hinterher eingefallen, als es vorbei war, dieses Salongespräch. Was ist, wenn sie die Zeit nicht hat, lange nachzudenken? Und wenn ich mir die Entscheidungen anschaue, die ich kritisch sehe, dann waren es immer spontane Entscheidungen. Energiewende, Flüchtlingspolitik. Und ich habe den Eindruck, dass sie beim langen Nachdenken gute Politik macht. Aber da, wo es auf Spontanität ankommt, mehr auf den Bauch als auf den Kopf, da ist es eher schiefgegangen. Mhm. Würden Sie das unterstützen, Herr Streiter? Können Sie das nachvollziehen? Ganz anders, weil ich habe das auch miterlebt zum Beispiel. Ich hatte in dieser Nacht, 4. auf 5. September 2015, hatte ich Dienst. Sie hat mich angerufen und mir dann gesagt, was da jetzt ist. Das war die Nacht, als die Flüchtlinge in Budapest über Ungarn, über Österreich nach Deutschland kamen. Es gab da überhaupt keine andere Alternative. Ja, es war die einzige Möglichkeit. Alles, was dann zu kritisieren ist oder zu Recht oder zu Unrecht, ist dann später geschehen. Aber da gab es überhaupt keine Alternative. Und man kann ihr auch nicht vorwerfen, dass sie keine Europäerin sei, bloß weil die anderen Europäer jetzt keine Lust hatten, Flüchtlinge aufzunehmen. Ja, das kann man ihr ja nicht vornehmen und ich meine vorwerfen. Und ich weiß, sie hat sich an dem Wochenende die Finger wund telefoniert, ja, und ist halt überall vor den Schrubber gelaufen, weil so sind Menschen, die sagen, Fremde wollen wir hier nicht haben, um Gottes Willen. Ja, so. Also, da hat sie Fremde sich, mit einer anderen Hautfarbe. So, und da ist sie halt irgendwie vor den Schrubber gelaufen. Aber um das jetzt mal wieder, diese Debatte ist ja auch schon hundertfach geführt worden. Aber wenn wir jetzt so beim Bilanzieren sind und dann gesagt wird, sie hat sozusagen die AfD mit erschaffen, ja, da muss ich mal sagen, ich muss ja jetzt auch weder für die CDU noch für Frau Merkel sprechen, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist doch mir sogar fast noch recht, dass es die AfD gibt, ja, weil diese Leute sind jetzt identifizierbar, die haben Gesichter, die haben Namen und das ist mir lieber, sie sind mit ein paar Prozent im Bundestag, als wenn sie sich in einer irgendwie großen CDU verstecken als rechter Flügel. Also ich... Okay. Ja. Gut, ich würde gerne noch mal zu der Tatsache kommen, dass Frau Merkel nun mal die erste Frau in diesem Amt war. Ja. Frau Tafts, was hat sie damit bewirkt und was hat sie für Frauen geschafft? Weil sie hat ja sich, es hat ja lange gedauert, bis sie gesagt hat, dass sie Feministin ist. Ja, ich glaube, sie möchte nicht identifiziert sein, als ich bin eine Frau in dieser, ich bin eine Kanzlerin. Was ich finde schade, ich wünsche, dass ein bisschen mehr für Frauen gemacht wäre, weil das auch so, es gibt immer noch kein, das muss nicht eine Quote sein, aber gucken wir die CEOs. Also werben sie jetzt gerade drei Männer um den CDU-Vorsitz. Ja, so ist es. Ein großer Schritt vor für Frauen sehe ich nicht, außer dass sie da war für 16 Jahre. Und diese Mutti, wie alle sagen, Mutti hier, das finde ich auf einer Seite nicht schlecht, weil das ist ein ganz bestimmt Respekt da unter diesem, auf einer Seite muss man sagen, ach Mutti, auf der anderen Seite ist deine Mutti. Und wir würden sie vermissen. Aber ein Riesenschritt vor für Frauen und Mädchen sehe ich leider auch nicht. Ja. So Resultate sehe ich nicht. Okay, Frau Derksen, wie sehen Sie es? Ist sie für viele junge Frauen Ihrer Meinung nach ein Vorbild? Dass man sagt, ja, ich möchte mich auch in der Politik engagieren und ich sehe, dahin kann man kommen und so weit kann man es schaffen als Frau? Ich glaube schon, klar, also die Tatsache, dass Frau Merkel eine Frau ist, also als Führungsfigur ist natürlich super wichtig für sehr viele junge Frauen gewesen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich auch während meiner Research auch sehr viele junge deutsche Frauen gesprochen habe, auch außerhalb ihrer eigenen Partei, aus der CDU, die doch auch sich gewünscht hätten, dass Frau Merkel sich da ein bisschen früher schon geoutet hätte als Feministin, wie sie es dann letztendlich im September noch mal gemacht hat. Also ich glaube schon, dass es da auch international klar ist, es gibt diesen Bild von Frau Merkel als mächtige Figur, als Frau, aber trotzdem inhaltlich, glaube ich, gibt es da auch noch wirklich Nachholbedarf. Mal gucken, ob sie das dann jetzt noch macht. Das war ja vielleicht mit diesen Liedern von Hildegard Knef und von Nina Hagen, war das so ein Zeichen, Herr Streiter, dass man sagt, ich zeige auch meine ostdeutsche Vergangenheit, ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ja, ich glaube, das war auch mal ganz wichtig. Das hätte sie vielleicht mal, solche Signale hätte sie im Laufe ihrer Amtszeit vielleicht häufiger senden können. Das hätte da manches vielleicht etwas versöhnlicher gemacht, aber das ist halt nicht so ihr Ding. Also sie trägt ihre Emotionen nicht nach außen und das kann sie nicht.
und man kann sie auch nicht dazu zwingen. Und, aber Sie sagen doch, in kleiner Runde ist sie dann ganz witzig. Und, ja, aber die kleine Runde wählt sie ja nicht. Mhm. Ne? So. Und das ist auch diese International-Faszination. Dass die Amerikaner sind so fasziniert von dieser Autobiografie, dass erstens, dass sie eine Frau ist, zweitens, dass sie kommt aus Communist East Germany. She was a communist and now she is the leader of the free world. Es klingt immer für mich wie ein Hollywood-Movie und ich warte auf der Hollywood-Version mit Meryl Streep als Angela Merkel. Oder vielleicht Lady Gaga, wenn es dauert ein bisschen Obama länger. Und auch Bush sind beide sehr fasziniert gewesen. Sehr beeindruckend. Ich glaube, das hat zu tun mit diesem Deutschtum, diese Frau aus der DDR, diese Ruhe, diese innere Stralsund, sage ich immer. Das brauchen wir in Amerika. Und sie hat das gegeben, auch zu diese Männer in Amerika in diese bestimmte Zeiten, auch in deren Amtszeit. Mhm. Es war nicht immer leicht für den. Und ich glaube, sie hat die doch ein bisschen Beihilfe, oder mindestens sie ist bei denen gestanden. Mhm. Okay, sie hat ja mal einen Wahlkampf gemacht mit Sie kennen mich. Herr Schwennecke, kannten wir Frau Merkel eigentlich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir glauben, dass wir sie kennen und kennen sie in Wahrheit kaum. Jedenfalls jenseits dieser kleinen Runden, die Georg Streiter beschrieben hat. Und selbst die kleinen Runden kennen sie vielleicht nicht so ganz. Aber dieser Satz wirkte eben trotzdem und hat ja dann auch dazu geführt, dass sie wiedergewählt wurde. Ich glaube übrigens, dass ihr Ehemann Herr Sauer unlängst mit dem Satz zu Corona, die Deutschen sind so eine bisschen faul, dass das auch dabei eine Rolle spielt. Man wählt es dann wieder. Sie kennen mich, wir kennen die, wir wählen die wieder. Das ist hier insofern auch hat ihr zum Vorteil gereicht. Die problematische Seite dieses Sie kennen mich ist ja auch in diesem Wort Mutti mit drin, dass man sagt, ja, ich mache das schon für euch. Das ist ja so die Botschaft. Und da würde ich eben, es tut mir leid, ich muss das ja nochmal anführen, sagen, manches ist eben einfach auch nicht gemacht worden. Also wenn selbst der jetzige Oppositionschef Herr Brinkhaus von der CDU schon in Wahlkampfzeiten, also schon vor dem Verlust der Macht für die CDU gesagt hat, dieses Land sieht echt alt aus. Wir haben Modernisierung der Verwaltung, Digitalisierung einfach nicht vorangebracht. Dann ist das zum Beispiel ein Teil, der wirklich liegen geblieben ist. Und mit diesem Sie kennen mich, haben wir uns alle, würde ich behaupten, ein bisschen einlullen lassen und auch zu wenig eingefordert. Ja, es gibt ja auch dieses schöne Verb Merkeln. Das gibt es ja auch nicht von ungefähr, Herr Streiter, das Wort Merkeln. Ich habe das noch nie gehört. Doch, das war... Das kennen Sie ja nicht. Selbst in den Niederlanden. Das kennen Sie selbst in den Niederlanden. Okay. Und das ist nicht positiv besetzt, oder, Frau Derksen? Nicht nur. Ja. Obwohl, ich glaube, you know, hier in Deutschland braucht man diese große Persönlichkeit, so überdimensionale Persönlichkeit. Ich glaube, dass sie nicht diese überdimensionale Persönlichkeit gehabt hat. Es hat die Welt gut getan in diese Zeiten, besonders in die letzte, sagen wir, in die letzte Amtsperiode. Das war gut, diese Ruhepol zu haben, diese nicht flashy Bling-Bling-Drama-Queen. Okay, und es ist doch auch total schön, dass es immer so viel zu rätseln gibt. Ja, dass es viel zu rätseln gibt. Ja, dass man immer sich wieder fragt, was bewegt Frau Merkel wirklich zum Tiefsten. Also das finde ich immer als Journalistin auch immer total schön und faszinierend. Man kann immer wieder weiter rätseln. Mhm. Ja, okay. Herr Schwennecke, Sie wollten noch was sagen dazu. Ja, ich natürlich kennt Herr Streiter das Wort Merkel genauso wie wir alle. Und da will ich jetzt mal für Frau Merkel eine Lanze brechen. Das ist vielleicht eher negativ besetzt, knüpft vielleicht an Genschern. Da kannte man das auch schon. Es ist also beides besagt ja so ein bisschen, sich so durchzulavieren oder durchzuwursteln. Aber Politik ist halt eine Tätigkeit, bei der du nicht gut daran tust, mit dem Kopf immer an der dicksten Stelle durch die Wand zu wollen. Und dieses Merkeln war immer das Ausloten dessen, was geht noch? Wie kriege ich noch was hin? Wie kriege ich den nächsten Schritt hin? Also diese Vorgehensweise, die halte ich im Prinzip für gut, auch wenn sie sich immer so nach durchwursteln oder durchlavieren anhört. Politik funktioniert so und es ist auch faszinierend gewesen,
Sie zu hören, wenn Sie zum Beispiel über starke politische Persönlichkeiten, die Widersacher sind, gesprochen hat, als beispielsweise Wladimir Putin. Den hat sie natürlich als starken Widersacher wahrgenommen. Zugleich hat er sie enorm fasziniert und es war ein großer Reiz für sie, diese Person in ihrer, sozusagen in ihrer Situation zu erfassen, also wirklich zu scannen, regelrecht abzuscannen und dann zu sehen, was kann ich da realistischerweise hinkriegen. Und das ist Merkel. Mhm. Und sie war ja auch, sie konnte gut Russisch oder kann gut Russisch. Das war ja nun wirklich ein Vorteil im Verhältnis zu Putin. In der Außenpolitik, Herr Streiter, was denken Sie, was hinterlässt sie da oder was wird da jetzt fehlen? Naja, sie ist, man muss es mal sagen, sie ist, glaube ich, die letzte Anführerin einer Regierung im Westen, die einen Kontakt zu Putin hat. Also der gesamte Westen hat jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr zu Putin. Ja? So, und den konnte sie anrufen, der hat sie auch angerufen. Die konnten sich in ihren beiden Sprachen unterhalten und auch mal ein bisschen beschimpfen. Mhm. Und das über 16 Jahre. Und da ist jetzt eine echte Lücke, ja. Auch wenn man, also ich meine, das war aber immer ihr, war auch mit Erdogan und Putin, mit all diesen Leuten hat sie es immer so gehalten, dass sie die einfach als existent anerkannt hat und gesagt hat, okay, die Leute haben sie, sind jedenfalls nicht durch einen Militärputsch an die Macht gekommen, sondern sind gewählt worden, wie auch immer. Und sie sind da und wir müssen irgendwie damit umgehen. Und dieser Pragmatismus, fernab von jeglicher Empörungslyrik oder so, die bringt einen ja auch nicht weiter. Mhm. Ja, so und also, aber das ist wirklich ein Problem, dass der Westen keinen Gesprächspartner mehr für Putin hat. Muss man sehen, wie die neue Regierung das anstellt. In dem Lied Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef gibt es eine Liedzeile, die heißt: Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen. Frau Taft, denken Sie, Frau Merkel will noch einen Kampf ausfechten? Ich glaube nicht. Ich hoffe, Frau Merkel möchte ein bisschen Strandkorb, Stralsund oder irgendwo einfach die Füße hochlegen und ein bisschen chillen. Hat sie auch verdient. Ich finde das auch interessant, wenn ich denke an Herr Schröder zum Beispiel. Ich hoffe, dass sie wird nicht zu irgendwelcher Ölfirma irgendwo und einfach Geld machen und. Ich würde nicht so zu ihr passen. Oder? Ich glaube auch nicht. Ja. Nee. Und ich glaube, wir sind alle sehr interessiert, was macht sie als nächstes. Ich würde vorschlagen, ein Musical über dein eigenes Leben, aber das ist dann nur mein Vorschlag. Okay, da würden Sie ihr dann bei helfen, natürlich. Ich möchte sie spielen, natürlich. Ja, okay, verstehe. Oder Condoleezza Rice, jemand? In den Niederlanden gab es schon eine Oper über Frau Merkel. Oper, so ja. Ein Musical mit einem Happy End. Gespielt von einem Mann übrigens. Aha, okay. Okay, Frau Derksen, was denken Sie denn, was Frau Merkel denn in Zukunft macht und was wünschen Sie ihr dann? Es gibt natürlich diese schöne Bilder, wo sie immer da im Berglift, heißt es, ne, sitzt. Ich wünsche, dass sie, glaube ich, da in Südtirol Ruhe findet, wenn sie da mal hinfährt. Ich finde auch, es gibt diesen schönen Satz da auch noch beim Hildegard Knef vom Lied. Ich würde mich gern mal Fan vom Alten neu entfalten. Ne? Mhm. Also es gibt vielleicht doch auch noch einen Hinweis, dass sie noch was vorhat. Also ich bin sehr gespannt, was passiert. Herr Schwennig, was denken Sie, was sie macht? Also ich würde sagen, sie hat ja immer, die Macht war ihr sehr wichtig, aber die Insignien der Macht waren ihr ziemlich Schnuppe. Das heißt, sie kann sehr gut auf all das Drumherum, auf rote Teppiche und große Autos und alles Mögliche, eine große Entourage, darauf kann sie, glaube ich, ganz gut verzichten. Sie bekommt aber ein Büro, sie wird aber noch ein Büro ja haben mit neuen Mitarbeitern. Also. Gut. Ja, ist aber natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit einem Kanzleramt mit, ich weiß nicht, 800 Mitarbeitern, helfen Sie mir 1000. Die neue Trainerin für Hertha BSC, die können das auch gut brauchen. Aber ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass sie wirklich einfach nur chillt und im Berglift sitzt. Da habe ich Schwierigkeiten, weil Herr Streiter hat es ja vorhin auch beschrieben, wenn du bis zur letzten Minute wirklich da voll unter Strom bist und dann einfach auf die Datsche in Templin und chillen, habe ich Schwierigkeiten. Wie gesagt, ich glaube, das Ganze drumherum, dieser Macht, das fehlt ihr nicht. Aber die Tätigkeit schon. Dann ganz kurz noch, Herr Streiter, was glauben Sie? Ich glaube, sie wird uns irgendwie überraschen. Also sie muss sich ja wirklich mal ganz kurz ein bisschen erholen und mal wieder Luft kriegen. Und ausschlafen. Aber
Nach einer kurzen Zeit wird sie uns mit irgendwas überraschen. So wie sie uns mit ihrer Musikauswahl überrascht hat, mit dem Farbfilm zum Beispiel. Und also wir werden sehen, ob wir noch neue Seiten von Angela Merkel kennenlernen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwennicke, Frau Derksen, Frau Taft, Herr Streiter, vielen Dank. Und vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Interesse an dieser Sendung über Angela Merkel. Machen Sie es gut. Tschüss.